Infolge einer Verwaltungsreform 1996 innerhalb der Stadtgemeinde Kapfenberg wurde das Bürgerbüro und Sozialwesen als zentrale Anlaufstelle für die Kapfenbergerinnen und Kapfenberger installiert. Bis heute unterscheidet sich das Büro von den üblichen Bürgerbüros in ganz Österreich. Wir sind nicht eine reine Anlaufstelle für Auskünfte bzw. für kurze Erledigungen, sondern bei uns werden die Dinge abschließend erledigt. Das heißt, die Anträge werden aufgenommen und werden an die zuständigen Stellen weitergeleitet. Wir haben kein Front Office und Back Office, sondern bei uns ist nur Front Office. Das heißt, es ist ein Büro und in diesem einen Büro werden alle Aufgaben abschließend erledigt. Zudem sind hier alle Mitarbeiter für alle Angelegenheiten zuständig. Keine Sachbearbeiter und damit keine langen Wartezeiten für die Kunden. Das ermöglicht aber auch eine optimale Vertretung innerhalb des Teams. Es muss die Kommunikation in einem solchen Bereich unter den Mitarbeiterinnen, aber auch jetzt zur Chefin gut funktionieren, wo wir auch unsere wöchentlichen Besprechungen haben und uns gut austauschen können. Und was noch wichtig ist, wir sind mit sehr vielen Einrichtungen in Kapfenberg gut vernetzt. Das heißt, wir wissen auch, was Sie machen. Seit 1993 ist Monika Vukelic-Auer im Sozialwesen tätig. Mit der Leitung des Bürgerbüros sind nun beide Agenten eng miteinander verbunden. Es liegt insofern eng miteinander verbunden, weil wir im Sozialwesen zuständig sind für die Kindergärten, für Kinderkrippe bis hin zu Familien, Senioren und Integration. Und die Aufgaben, die wir jetzt im Bürgerbüro bearbeiten, sind sehr eng verknüpft mit den anderen Aufgabenbereichen. Die Aufgabenbereiche des Bürgerbüros und Sozialwesens sind enorm umfangreich. Und so zählt man 40.000 Kundenkontakte jährlich.